Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Repaircast 1434. Nächstes Lowest Bracket Match EU Playoffs. Ich mache die gesamten Playoffs einfach an einem Rutsch durch. Also Games nacheinander, wie sie gespielt wurden. Und dazu haben wir ein TVP, ein polnisches TVP. Also wieder zwei Landsmänner gegeneinander, die sich gegenseitig aus dem Turnier werfen müssen. Und dazu haben wir einmal den Terraner in Rot. Der ist beim Team Cascade. Es ist Soul. Gegen den Protoss hier in Blau. Der ist beim Team Exxon. Es ist Geralt. Der Protoss, mit dem man sich nicht sicher ist, ob man ihn mit D oder mit T schreibt. Währenddessen hatten wir kurz einen Reaper, der eine Probe eliminiert hat. Der war da unterwegs. Es gibt eine Expansion beim Protoss. Der Adept sagt mal kurz Schuss Reaper ab. Der Reaper tatsächlich ja, einige Kills gesammelt. Es gab drei Probe-Kills gesamt. Und der Adept währenddessen hier konnte keinen Konter machen. Wie man eben sieht, die zweiten Basen stehen schon. Wir haben Stargate-Opener auf der Protoss-Seite. Der Adept versucht natürlich jetzt noch rauszukommen. Das sollte er auch schaffen mit dem Shade. Gar kein Problem, hat sogar noch Schilde. Und die Turn-Einheiten jagen erstmal nicht hinterher. Wir sehen, hier hinten gab es die Factory und da gibt es einen Starport. Unke steht mit dabei, zweites OCS online und aus dem Stargate kommt ein Phoenix. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Stargate doch ist. Wurde am Rande noch gesehen. Also gutes Scouting von Sol und zudem noch sehr viel Harassment fertig bekommen. Also drei frühe Probes erwischt. Das war schon mal ordentliche Arbeit. Das war über 10% des Protoss Worker-Counts zu dem Zeitpunkt. Und das bremst natürlich schon ein gutes Stück aus. Das heißt, der Turn kann besser mithalten und damit der Auftakt schon mal nicht allzu schlecht für Soul. Die beiden haben schon über 50 Serien gegeneinander gespielt und tatsächlich schon über 150 Maps. Dabei hat Soul auf jeden Fall die Nase vorn. Aber mal sehen, was Geralt dann auch so ausrichten kann. Auf jeden Fall, die beiden haben sehr viel Infos darüber, wie der Gegner spielt. Die kennen sich, sind schon oft aufeinander getroffen. Wir sehen jetzt hier gerade Adepts, werden in die Mainbase gelassen. Das könnte ein großes Problem sein. Denn das sind gerade drei Adepts, das heißt, man kann SCVs one-shotten. Aber da ist jetzt ein Cycler mit dabei, der hilft bei der Defense. Somit, das mit Adepts hat sich erledigt. Und tatsächlich, der Schaden hält sich stark in Grenzen. Und der letzte Adept kommt nicht mal raus. Nicht sicher, was da schiefgelaufen ist, weil währenddessen gibt es gerade Counter-Action mit dem Hellion. Und der Hellion macht hier mehr Schaden als die Adepts. Das läuft bisher überhaupt nicht gut für Geralt. Verliert mehr Units und nimmt mehr Schaden. Also so stellt man sich das Early Game als Protoss nicht vor. 7 Probes down, nur 2 SCVs down. Man sieht 3 Adepts mit gestorben. Hingegen ein Hellion, ein Reaper und ein Marine auf der Terraner-Seite eingegangen. Also deutlich besser hier das Early Game von Soul. Hat natürlich jetzt die Cyclones, holt sich Vikings mit zu. Das heißt, die Phoenix müssen auch aufpassen, wo sie sich hierhin wagen. Da kommt doch schon eine Armory mit ran. Das ist eine interessante Kombo, die Soul da sich zusammenbaut. Aber die natürlich sehr, sehr ordentlich gegen die Phoenix ist. Gerade eben die Cyclones mit dem Lock-On. Kann man einiges an Schaden draufpumpen. Die Phoenix können sich nicht wirklich ranwagen. Die Armory natürlich würde mal zu den Hellions helfen. Und ermöglicht natürlich auch Upgrades in dem Fall. Wir haben hier aber weitere Barracks. Also es wird Stim geben langfristig. Command Center mit dazu. Die Phoenix werden das nicht chillen vor der Terraner-Basis. Es gibt aber ein zweites Stargate noch mit dran. Also, jo, auch von der Protoss-Seite. Etwas, was man jetzt nicht so häufig sieht. Da sieht man mal komplett Breitseite von den Vikings, den Cyclones. Und das müssen die Phoenix sehr respektieren. Und tatsächlich, die Armory wird genutzt in Kombination mit einem Tech-Lab, um das Widowmine-Upgrade zu erforschen. Also schnell hier die Drilling Claws mit dazu. Wenn das hier die Marines, die sind nicht ganz so toll gegen die Phoenix. Wie man sieht, die tun sich deutlich schwerer, weil denen auch noch sämtlich Upgrades fehlen. Nackte Marines. Und sie sind nackt nicht wirklich. Natürlich, die hocken in ihrem dicken metallischen Anzug, aber kein Combat Shield, kein Stim und das macht die Marines halt deutlich schwächer, aber dafür, man sieht, die Feuerpower von Cyclone Viking gegen die Phoenix ist sehr, sehr ordentlich und die Phoenix-Anzahl kommt somit nicht wirklich in die Höhen, das obwohl natürlich ein zweites Stargate mit dazu geholt wurde. Die Robotic Space ist aber auch da, das heißt, es könnten jetzt Kolosse gebaut werden, da ist auch eine Produktion. Ja, das aber die Terran-Truppe ist noch weit unterwegs, weil ja die Phoenix alleine auf der Map, vor denen hat jetzt der Terraner nicht so viel Respekt, zudem die Cyclones als Backup. Da kann man einiges mit anderes. Die dritte Basis hätte tatsächlich hier noch Schwierigkeiten, wenn die Cyclones committen würden. Ist die Frage, wie lange Soul da wartet. Momentan erwartet zu lange, wie es aussieht. Klar, man kann auch geliftet werden, also es ist nicht der einfachste Kampf. Aber trotzdem, die Protoss-Einheiten müssen auch mega aufpassen, was sie hier genau tun. Sonst läuft nämlich das ganze Ding mega schief. Aber die Amis trennen sich voneinander, die kleinen Trüppchen. Und da oben sehen wir den ersten Drop. Und das natürlich dann Widowmines mit Drilling Claws und Armory. Das heißt, die sind unangenehm. Die sind richtig unangenehm. Das sind nämlich noch keine Cannons vorhanden auf der Protoss-Seite. Und währenddessen battlen sich die Cyclones noch mit den Stalkern. Die haben noch keinen Blink, das heißt, die kommen nicht so gut weg. Und wir haben bisher einen Observer und der hängt in der Terraner-Basis. Das ist die ganze Detection. Das macht die Widowmines mehr als nur gefährlich. Das macht die einfach nur grauenvoll.
für den Protoss. Man sieht, sie würde eins einmal einbuddeln und erste Probe ausschießen. Tja, und die würde meinen, bleibt unsichtbar. Jetzt kommt eine Cannon als Reaktion. Die zweite würde meinen versucht, anzupassen. Da gibt es natürlich. Ja, es wird der Recoil gezündet auf den Observer. Mal dafür, die Widowmine schießt mal auf den Koloss, macht ein bisschen Splash Damage und somit tatsächlich mit dem Recall auf den Observer passt das. Dafür eben der Observer musste nach Hause. Und Geralt kriegt das relativ gut in den Griff. Das Medivac allerdings überlebt von Saul. Der hat aber noch seine Cyclones hier auf Kurs. In der Zwischenzeit natürlich wächst da eine Bio-Army heran mit 1-1 Stim, Combat Shield, Concussion. Da kommen alle drei Bio-Upgrades mal auf einmal. Das sieht man jetzt auch nicht häufig, dass. Also Doppel-Upgrades, ja, Stim, Combat Shield, aber Stim, Combat Shield und Concussive Shield zum gleichen Zeitpunkt. In der Forschung, das sieht man wirklich nicht häufig. Und zudem noch die 1-1, also das Schöne, man sieht es schön eingerammt von den 1-1-Upgrades, das komplette 5er-Paket an Terraner-Upgrades für die Bio mit freundlicher Unterstützung, damit die bald mal kampffähig ist. Und das ist jetzt dann auch gleich der Fall. Aber auch auf der Protoss-Seite tut sich was. Da kommt nicht das Attack-Upgrade noch für die Phoenixen, das sind inzwischen wirklich viele und es werden auch immer noch mehr. Also wir sind gleich zweistellig in den Phoenixen, da kommt Koloss Range und plus 1 Ground Weapons. Phoenix jetzt chillen mal hier unten, warten da auf einen weiteren Drop. Die dritte Basis hat inzwischen bis sämtliche Basen haben jetzt eine Cannon. Einfach wegen der Widowmine-Gefahr. Aber auch dann tatsächlich eine Cannon alleine reicht gar nicht gegen die Widowmine. Die kann trotzdem schnell genug eingraben und schießen. Also das ist für Saul gar nicht so das Problem. Der sagt wenigstens ein Hallo zur Schildbatterie hier oben. Und die kann er auch snipen mit dem Lockmann. Das ist kein Problem. Extra einen Scan dafür genutzt, ein bisschen den Protoss ärgern. Dafür aber die Phoenix fangen komplett diesen Drop auf und kriegen beide Medics. Und das teilweise mit sehr viel Inhalt. Somit, da tut sich wenig, aber die zweite Runde ist eben schon am Start. Da sind die nächsten Widowmines. Eine ist noch ein Medivac für die Mainbase. Die krabbelt da mal fröhlich vor sich hin. Versucht da der Sache näher zu kommen, aber wird geliftet, bevor da was passiert. Die Phoenix wirklich retten hier gerade Geralt. Er nimmt damit so viel raus und blockt dem Terraner die Moves. Und das ist wichtig, weil Sol würde sonst im Army Supply ziemlich eskalieren zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, hat er eh schon, aber man sieht, wie die Phoenix das in Kombination mit den Cannons und der Rest-Protoss-Army doch wieder gut in den Griff bekommen haben. Die Terran-Army bewegt sich aber jetzt langsam mal fort. Das sehen wir in Fleet Beacon jetzt hier. Also Geralt hier mit vollem Commitment auf seine Phoenix, das scheint dann noch Anion Pulse Crystals zu werden, also das Range Upgrade. Aber währenddessen kommen jetzt auch massiv Vikings, vierfache Viking-Produktion auf der Terraner-Seite, Ghost mit dazu. Ja, wir skippen da einfach den Mid-Game-Army-Fight und wechseln stattdessen mehr und mehr Richtung Late-Game. Wir holen die spannenden Waffen mit dazu, die würde man hier könnte random die Phoenix treffen. Und natürlich keine Detection mit dabei, für die ist das Leben da etwas komplizierter. Aber nein, sie verpassen das Ding erstmal unten zum Scouting Supply Depot und da ist Basis Nummer 4 auf der Terraner Seite und hier haben wir Basis Nummer 4 auf der Protoss Seite. Wobei der Turn da tatsächlich ein Ticken schneller ist. Ist noch ein Widowmines Missile Turrets mit dabei und Widowmines, um gegen die Phoenix zu defenden. Da ist mir tatsächlich hier Anion Pulse Crystal kommt, aber es geht auch in die dicken Dinger, in die Carrier. Er ist unterwegs. Mal sehen, wie viel da noch dazukommen sollen. Die Phoenix eventuell warten da auf ihr Upgrade. Können auch nicht viel tun gegen diese komplette Widowmine Missile Turret Defense mit Vikings auch in der Gegend. Macht den Phoenixen dann doch das Leben etwas schwer. Und neues Command Center direkt. Also fünfte Basis, die beiden Makron sich da einfach ein ab. Haben da gar kein Problem damit, hier Makro-Game zu spielen. Vierte Basis, hier wird ein bisschen abgekannt, drei Kolosse sind da. Dann kommen eben die Carrier mit dazu, es ist Storm mit unterwegs und die Phoenix sagen mal Hallo zu einer Widowmine. Wo? Ah, da hinten ist der Observer. Dachte mir, der muss ja irgendwo mit dabei sein hier, aber der eine Phoenix, der eh schon angeschlagen ist und ein Kollege, gehen da mal drauf. Die Bio rückt es mal aus und wir sehen, das Supply klettert in Nähe des Max-Outs. 175 zu 163, wir haben 2-2 für die Bio plus 1 für die Vikings und auf Wiedersehen, Pylon. Nein, Schildbatterie sagt, lasst ihn in Ruhe, aber am Ende gibt sie den Job doch auf. Jetzt aber das Raptor mit dabei und das macht die natürlich nochmal explosiver. Ich glaube, die Ghosts haben ihr EMP-Upgrade noch nicht. Nein, es sind zwar Ghosts mit dabei, aber noch kein Enhanced Shockwaves-Upgrade. Stattdessen Marauder versuchen hier hochzukommen. Belagern die Stock. Die Stock können natürlich nicht viel tun gegen die ganzen Marauder. Fallen da einfach auseinander. Die Cannon tankt da den Schaden weg. Fünfte Basis ist aber auch beim Protoss mit unterwegs. Die ist hier unten gerade frisch gesetzt worden. Die eine Widowmine hängt da immer noch rum. Hat noch nichts getroffen. Scan auf die Protoss Army. Und da sieht man so, oh, da fliegt ein Carrier mit rein. Da sollte man sich vielleicht Gedanken drum machen. Das Raptor geht ins Leere. Und der Vierfach-Drop, den muss Saul gesehen haben. Nicht Saul gesehen haben. Geralt gesehen haben. Aber da hat auch der Observer geleuchtet. Und ja, die Phoenix komplett auf Abfangkursen. Da hat sich richtig unangenehme Position auch gerade für die Medics. Die waren da über eine Stelle, wo sie nicht wirklich ausladen konnten. Es gehen drei, alle vier Medics da. Und das Range-Upgrade hilft dann nochmal freundlicherweise. Die Vikings, währenddessen geht es aber auch nach vorne. Wollen die Kolosse haben. Das sind nochmal Cannons. Da ist natürlich Storm mit dabei. Ja, sag ja, die ganze Sache wird explosiv, wenn das geht's hier vorwärts mit ein paar Salets, aber da ist ein Bunker und der hält. SCVs reparieren wir dazu, die Salets sagen sich, nee, hier geht nichts. Da waren gerade frisch neue Commands mit angegangen und
hier stirbt einfach nochmal der Sensor Tower. Gut, das kann man nochmal mitnehmen. Die SCVs fighten jetzt doch noch mit. Also das sah am Anfang besser aus. Am Ende sterben dann mal zwei SCVs, drei SCVs. Aber bei 77, 77 Worker ist es jetzt noch nicht mehr so tragisch. Es ist jetzt wirklich ein Fight der großen Armies. Das sind jetzt Liberators Unterstützung auf der Terraner-Seite. Die Upgrades werden fertig und jetzt die Turn Army sie rückt vor. Was für neue Protoss Army heißt, auf Wiedersehen. Die wird gecancelt, hier wird nicht mal durchgezogen, mehr Carrier noch unterwegs, aber es sind nicht so viele Vikings. Es sind so viele Vikings, dass die Carrier da auch nicht viel zu melden haben. Der erste Storm kommt aber, der erste Storm sitzt auch nicht schlecht. Trotzdem, man sieht, wie viel Schaden das auf den Kolossen ist. Die Stalker sagen, jetzt geht weg von unseren Einheiten, aber die Vikings sind einfach so viele. Es sind 19 Stück auf dem Feld gegen 3 Carrier, 3 Kolosse und 5 Phoenix. Also die ballern sich da easy durch, aber dafür die Settles starten mal vorwärts. Die Ghosts müssen aufpassen, die sind nicht sehr weit vorne. Wollten die EMP reinjagen, haben aber keinen EMP rausgebracht, stattdessen gehen die ganzen Ghosts down. Wenn du meinst, schieße nochmal fröhlich was aus dem Leben. Oh, die Disruptor. Die Disruptor von der Seite. Und die Disruptor, da wird nicht drauf geachtet. Und da drunter, man hört es einfach nur. Und man sieht jetzt auch die Überreste. Die Disruptor sprengen gerade die ganze Bay. Und da waren die ganzen Ghosts mit dabei. Da ist fast nichts mehr auf dem Boden. Da laufen nur ein paar Marauder rum. Und das war es dann auch. Es ist nur noch die Vikings in der Luft. Aber das war ein Riesenschlag hier. Die Disruptor von der Seite nicht drauf geachtet von Sol. Das ist ja ein kritisches Problem. Man sieht, wie krass sein Armisberg gedroppt ist. Jetzt geht es in den Viking-Fight tatsächlich. Protoss traut sich das hier zu. Jetzt, wo keine Bay-Unterstützung mit dabei ist, da gab es kurze Lag-Probleme. Tempest ist auch noch mit am Start. Natürlich können Stormen, die Storm gefasst hat, das Hauptproblem für die Vikings. Jetzt, wo keine Ghosts mehr mit dabei sind, weil die ganzen Ghosts weggestorben sind. Es waren auch gerade keine nachgebaut, interessanterweise. Somit die Templar-Gefahr bleibt weiterhin. Die Liberator können sich eventuell drum kümmern. Neuen Nexus hier oben, währenddessen Celebrum bei hier drüben und der rennt auf eine PF. Da wird nicht viel drin sein. Personal Cloaking kommt für die Ghost. Plus 1 Ship und Vehicle Plating. Ersten SCVs gehen nochmal down. Die PF wehrt sich aber und damit die Celebrum ja, konzentriert sich lieber auf das Ding. Aber trotzdem, ein paar SCVs fallen da auseinander. 5 Stück insgesamt. Liberator kommen jetzt mit dazu. Advanced Ballistics unterwegs. Die erste Nuke wird gebaut, aber die Protoss Army nutzt die Zeit, um hier mal an der dritten Basis vorbeizuschauen. Und das ist ein schöner Move, weil die ganze Turn Army war da drüben, um die Celebrum abzuhören. Das heißt, die Protoss Army sagt immer prompt Hallo, haut schon mal die erste Disruptor-Kugel nach vorne, um einfach die Bayer abzufangen, falls sie hier näher kommen möchte. Und das gibt schon mal Schwierigkeiten hier. Mehr und mehr für Soul. Er kann sich hier nicht behaupten. Seine dritte Basis muss das schon aufhören. Jetzt die Liberator gehen nach vorne. Die Bio stimmt nach vorne. Die wird natürlich die Templer loswerden. Aber die Marauder leiden dafür auch richtig krass. Kriegen sie jetzt hier nach und nach die Templer. Problem ist trotzdem, da wird sehr viel an Bio dafür geopfert. Jetzt aber ist natürlich der Weg fast frei für die Vikings. Es fehlt aber immer noch der ein oder andere Templer. Den muss man noch loswerden. Und die Schatz ist natürlich auch noch eine Gefahr auf dem Boden. Und somit kann sich Geralt tatsächlich zurückziehen. Und für Soul wird das langsam etwas kostspieliger, die ganze Aktion. Er fällt hier in dem Mining weiter zurück. Und im Armisblätter auch ordentlich was abbekommen. Wir sind bei 9 zu 11.000 Resources lost. Und Geralt hat sich jetzt die neue Basis geschnappt. Und seine eigene Army ist jetzt auf 2 Attack-Upgrades für Boden und für Air. Und mit plus 3 unterwegs für die Lufteinheiten. Und da ist die Carrier-Anzahl inzwischen 5 Stück. Die Nuke ist mit dabei. Und da wird die Nuke auch einmal gesetzt. Dieser Ghost hat einen Traum. Wird er mit diesem Traum fertig werden? Momentan waren die Leute weggestorben. Der Ghost erlebt noch. Der Ghost legt noch immer. Die Nuke kommt ab. Nein, die Protoss-Army marschiert da einfach drüber. Das heißt, die Nuke wird da auch nicht, sondern stattdessen hat Zoll hier das Problem an seiner Netzball. Die Nuke schlägt da hinten ein. Aber das ist zu weit hinten. Das nützt nichts gegen die Protoss-Army, die sich hier gerade nach und nach gegen die Vikings und den ganzen anderen Kram vom Terraner durchballert. Also Geralt sagt einfach: Gut, Nuke ist mir egal. Ich laufe einfach dran vorbei. So kann man es natürlich auch machen. Sieht man selten, dass ein Nuke so das Anzeichen ist, ja gut, dann laufe ich jetzt einfach auf dich drauf, wenn das alles ist, was du zu bieten hast. Normal ist es bei einem Nuke immer Rückzug angesagt, aber hier sagt sich Geralt einfach, gut, und jetzt vorwärts. Und die Terran Army hat dem überhaupt nicht mehr standgehalten. Die war schon geschwächt durch die vorigen Fights und dann eben Templer waren immer noch mal dabei für die Storms, eben EMPs waren nicht wirklich groß mit am Start, Ghosts waren am Ende noch irgendwo zwar übrig, aber das Thema hat sich erledigt leider für Sol und Geralt geht hier 1-0 in Führung mit ja, interessanten Spielstil, interessanten Game, was die beiden hier schon mal abliefern als Map Nummer 1. Map Nummer 2 mit einem Reaper und einem Proxy Pylon und dann auch ein Proxy Stargate. Das ist auch relativ nah dran am Terraner, das kann schon einiges verursachen. Der Reaper Band, das nutze ich wohl nur, warum da nichts kommt, um ihn aufzuhalten. Da warten aber die jetzt nach wie vor oben. Die Probes ebenfalls. Jetzt so langsam wird das runtergeschickt. Soul aber, er scoutet und natürlich die Adepts wollen jetzt finden, dass dieser Reaper in die Mainbase kommt, aber sie werden es nicht ganz schaffen. Der Reaper ist drin und der wird dann sehen, okay, hier steht kein Tag. Der proxyt mich. Der Reaper scoutet mal jede Ecke der Mainbase aus. Das einzig vorne hat er noch nicht gesehen, da könnte noch was stehen. Also eventuell tatsächlich, denke, das reicht tatsächlich für Geralt. Er hat die Ecke hier blockiert und es könnte immer noch sein, dass hier ein Tag-Gebäude natürlich steht. Vom Protoss. Aber ja, das ist eben nicht der Fall. Hier kommt nämlich das Proxy Stargate. Und hier sind ein paar Marines da. Da kommt eine Factory, da kommt ein Starport. Das könnte ein guter Einschlag vom Oracle werden, zumal die Adepts auch noch unterwegs sind. Aber es gibt einen Viking,
Das ist schon mal kein schlechter Konter dagegen. Aber die Adepts sagen trotzdem mal Hallo. Also ähnlich wie Map Nummer 1. Aber die Adepts werden gerne noch unterstützt von dem Oracle. Das heißt, für den Marine Sleep, das alles ziemlich gefährlich. Da ist ein Bunker aber mit dabei und der Bunker rettet hier auch erstmal. Das Oracle hält gerade auf den Bunker drauf und das ist eben nicht der Move, den man haben will. Aber gibt noch High Ground Vision mit dazu. Und eben einfach, ja, das Viking wird snipt sich hier das Oracle. Aber die Adepts schnappen sich nochmal ein SCV. Wenn das sind aber auch zwei Probes gestorben. Das war der Reaper, der da, glaube ich, reingeschickt wurde auf der anderen Seite. Aber mit, ja, zwei Probes zu 5 SCVs ist das doch mal deutlich besser für Geralt ausgegangen. Hat natürlich immer noch das Stargate, aber das ist weiter weg und das produziert auch schon gar nichts mehr. Und hat das, nein, es wird so nicht gefunden. Da muss man noch eine Basis weiterlaufen, mehr oder weniger. Aber das wird auf jeden Fall erstmal nicht gesehen. Es gibt wieder Cyclone-Viking-Combo bei Saul und bei Geralt kommt der Wechsel auf den Twilight Council. Die Adepts sind noch unterwegs. Und hier ist nochmal ein Marine, der da gesniped wird. Dafür sagt der Cyclone kurz Hallo und die Adepts können dagegen nicht allzu viel anrichten. Wie man sieht, versuchen ja ihr Bestes, aber der Cyclone einfach zu viel Feuerpower gegen die Adepts und nimmt da entspannt beide raus. Also am Ende verliert Geralt dann doch die ganzen Units, konnte die nicht am Leben erhalten. Beide gehen jetzt auf eine dritte Basis, wobei die vom Terran natürlich in-base gebaut wird. Das heißt, die muss dann noch rausfliegen und umgebaut werden. Protoss dritte hingegen ist on-spot bereits unterwegs. Geht für Protoss natürlich auch nicht anders. Aber was wir von Sol sehen, ist ein Move-Out mit den Cyclones, mit den Vikings und auch ein wenig Bio. Die dritte Basis in Gefahr bringen. Währenddessen kommt da nochmal ein Oracle tatsächlich mit dazu. Blink ist noch nicht da, Protosanetten sind auch nicht viel. Da ist auch keine Schildbatterie in der dritten Basis. Das könnte, ja, ein schweres Leben für die dritte Basis werden. Die Marines Maschine nämlich auch gerade mit ran. Die haben zwar noch kein Upgrade. Die Stalker währenddessen versuchen von der Seite da irgendwie ranzukommen. Aber jetzt ist die ganze Truppe schon oben auf My Ground. Und das, da können die Stalker nicht viel machen. Die versuchen gerade Reinforcements abzufangen. Aber da kommt nicht mal viel vorbei. Und der Nexus ist einfach nur Geschichte. Muss gecancelt werden. Das Oracle fliegt nochmal hier über die Natural. Versucht da ein paar SCVs loszuwerden. Aber auch das Oracle kriegt jetzt hier die Feuerpower von ein paar Marines ab. Nimmt zwar ein paar Kills mit. Aber trotzdem hat eine ganze Basis verloren. Die Stalker haben auch noch Schwierigkeiten. Fighten jetzt gerade gegen die Cyclones Viking Marine Combo. Blink ist immer noch nicht ganz da, die Schildbatterie, man, die hält hier die Stalker am Leben. Ohne die Schildbatterie wäre das Ding hier schon deutlich schlimmer geworden. Es kommt wieder das Widowmine-Upgrade auf Souls Seite. Aber er hat zumindest einmal den Job erreicht und natürlich die Basis gecancelt. Aber die Stalker wollen jetzt hier noch mehr. Die wollen ein paar Exit-Kills, die wollen, wenn es hier rausgeht, noch ein paar Einheiten mitnehmen. Und momentan sieht das ziemlich gut aus. Also die drei Mediterran-Einheiten zusammen. Die Stalker committen jetzt auf den Fight. Da gibt es den Counter-Lock und das Viking Ballard mit rein. Das kostet den anderen Stalker hier. Aber dafür geht auch die ganze Terran-Army hier mit drauf. Es ist nochmal ein Fight hier um ein paar einzelne Einheiten. Aber die Stalker nutzen den Speed-Booster, können da schön rauslaufen. Das letzte Viking wird rauskommen. Und damit verliert Sol die gesamte Army hier. Aber er macht auch ein paar Stalker kaputt. Wie viel waren es insgesamt? 5 Stalker down. Da aber 3 Cyclones, 3 Vikings verloren und einen ganzen Haufen an Marines. Also für Soul am Ende doch gar nicht mal so angenehm. Hat jetzt einen defensiven Panzer. Dritte Basis ist fertig als OC, aber steht noch in der eigenen Mainbase. Dritte Basis von Protoss wird fertig und wir haben hier den Highland genutzt für einen Stalker Warp-In. Danach kommt Blink und, nicht Blink, Charge und plus 1. Das andere Twilight Upgrade. Neben Resident Enclaves. Und ein Templar Archive wird auch mit dazu gebaut. Ein Oracle könnte die Vision auf den Highground geben. Aber das ist ein Panzer und damit sieht es für die Stalker eigentlich recht schlecht aus, was die hier so wirklich anstellen können. Entsprechend kommt vom Oracle nur mal kurz die Markierung und die Stalker werden sich das mehrfach überlegen, ob sie da wirklich reinblinken wollen. Wenn man da eben die Panzer sieht, weiß man, okay, ich könnte zwar da drauf gehen, aber dann gehen vermutlich meine Stalker dabei drauf. Daher da drauf rennen ist nicht die sinnvollste Aktion. Stattdessen gibt es natürlich die dritte Basis und was eben Geralt hat, er hat die Vision, um zu sehen, okay, mein Gegner hat hier noch keine eigene dritte Basis gestellt, also alles halb so wild. Er ist immer noch 2-Base, ich habe meine dritte, die läuft auch mehr und mehr. Und das muss jetzt einfach, wenn Geralt diesen Zustand noch möglichst lange aushalten kann, dann sieht das sehr ordentlich aus für ihn. Natürlich, die Terran Army ist am Wachsen, bekommt Stim, bekommt Combat Chain, wie man sieht, die dritte möchte jetzt auch mal ranfliegen, aber die Stalker könnten sich da noch einmischen. Momentan stehen sie aber einen Schritt weiter hinten. Wenn das ein Medivac mit Widowmine fliegt über den Pylon hier, der extra zum Scouten aufgebaut wurde, es ist nur eine Widowmine, die hat aber ihr Upgrade. Könnte also ziemlich einschlagen. Die Stalker können jetzt eben noch das Command Center versuchen, ein bisschen abzufangen oder eben versuchen, ein paar Snipes zu machen. Wollen das Medivac haben, snipen das Medivac auch. Dafür geht aber auch ein Stalker drauf. Währenddessen das andere Medivac hier hat sich noch nicht bewegt. Die Marines battlen sich kurz mit den Stalkern. Aber jetzt hier Bunkerpanzer und drittes Command Center wird platziert. Wenn das die Widowmine geht, hier rein an die dritte. Aber schöne Defense hier. Die Cannon nimmt die Widowmine raus. Gar kein Damage, was der Drop hier aktuell macht. Sie würde behaupten, läuft für Geralt immer noch ganz ordentlich. Bis auf den Cancel auf die dritte Basis lief eigentlich alles sehr gut. Und wir haben den vierten Nexus unterwegs, zumindest suchen die Stalker nach dem Medivac. Werden es dann auch, nein, doch, die Probe könnte das noch kurz sehen. Ja, die Probe sieht das auch, aber die Stalker sind zu weit weg, glaube ich, um das noch zu erreichen. Nexus Drop wird gestartet, wieder Widowmines. Und wir haben Storm aber gleich fertig bei der Protoss-Seite und plus 1 Armor unterwegs. Im Turn hingegen gibt es noch keine weiteren Upgrades.
Marines laufen da noch irgendwie wild durch die Gegend. Nicht sicher, was die so vorhaben. Ja, das hängt hier der Observer rum. Der sollte am Rande auch gerade noch das Medivac sehen. Ja, die Stalkers sind schon voll in Position. Diesen wieder mein Drop sieht sehr, sehr schlecht aus. Da kann es blau. Ja, das hat der Terraner zuerst reagiert. Kurz einen Funken der Stalker gesehen. Einfach nur ganz kurz am Rand, ein klein wenig. Wenn das Oracle zieht hier fast einen Marine an das Stargate ran. Und somit wird das dann auch endlich mal gescoutet. Das Medic versucht es mal von der Rückseite an die dritte Basis ran. Cannon wird gerade frisch fertig und die Stalkers sind dagegen, könnten also draufblinken. Vor allem ist ein Blink natürlich, birgt auch die Gefahr, dass man dann sofort die Einheit ihn auch verliert. Die würde man eine schießen, die zweite schießt auf, vier Props gehen down. Hätte, glaube ich, noch ein bisschen besser sein können, aber nächstes Medic ist bereits im Anflug. Mal sehen, wie das läuft. Da ist auch gerade ein Phoenix vorbeigeflattert. Ah, da ist eine Cannon reicht gegen zwei Widowmines dann eher weniger. Und die Widowmines sind auch deutlich aggressiver. Da jagt man nochmal ein paar Schüsse rein, 10 Props sind down. Dafür aber die Cannon räumt mit allem auf und Gerrit kann natürlich fleißig Props nachbauen mit 4 Nexus. Mit Quadra Nexus. Und wie man sieht, die ganze Protos haben ich mal schieben lassen. Es sind viele Salads mit dabei. Storm-Unterstützung hängt im Warp Prism, damit das nicht so einfach gesniped wird. Es sind auch noch keine Vikings da. Also es gibt jetzt Ghost als Antwort, aber die Storms könnten durchaus sitzen. Wie man sieht, hier Protoss bringt sie in eine Position, wo der Sensor Tower nicht das im Visier hat. Und damit die Protoss, wie gesagt, ist dann plötzlich von der Seite Hallo. Und schickt einfach mal einen ganzen Schwung an Salads in die Netzspur. Aber der Chart wurde kurz gecancelt. Trotzdem Bayo muss jetzt reagieren. Die restliche Salad Army kommt mit ran. Und jetzt geht's einfach drauf auf die Position. Tempel waren einfach mit reingeladen. Storms regnet es auch mit rein. Und Geralt zündet einfach hier alles, was er hat. Warpin auch mit dazu an neuen Salads. Die Salads in der Netzspur schlagen sich ziemlich gut. Schlagen nämlich die ganzen SCVs aus dem Leben. Die neue Welle Salads nimmt hier vorne die Brains weg. Da wird nochmal ein Archon fertig. Das Warprism steht noch. Die neue Basis wird nicht gecancelt. Einfach abgerissen. Die Ghosts sterben da frisch aus der Production raus gegen die Salads, die da sind. Die wird jetzt mal da wenig. Die Stalker blinken mit rein. Die Bayo hat noch, nein, hat nicht mehr wirklich viel Feuer. Es ist nicht mehr viel Bio da, oder man muss sie suchen, um die ganze Bio zu finden. Es ist hauptsächlich Widowmines und Medivacs, was gerade das Terraner Army Supply darstellt. Die Medivacs evakuieren jetzt auch die SCVs hoch in die Mainbase, aber da gibt es nichts mehr, was Zoe gerade noch groß machen kann. Hat bereits 46 Worker verloren und das, ja, wie gesagt, da muss man das Army Supply vom Terraner wirklich suchen, weil da war nicht mehr viel davon übrig und Geralt grätscht einfach hart rein hier zwischen Natural und dritte Basis. Auch die Salads raus und dann die Storms mitten rein, wirklich so aggressiv hier rein mit den Templern und dem Warprism. Aber kommt damit durch, kann damit wichtige Storms abliefern, sofort den nächsten Warpman auch mit starten und dann den Terraner komplett überrumpeln. Ich glaube, damit hat Soul einfach null gerechnet, dass das so plötzlich vorbei. Er hatte, glaube ich, wirklich die Information nicht. Wir schauen uns nochmal die Terraner Vision kurz bevor es zu einem Fight kommt an. Das hier ist Souls Vision. Hat eben seine Bio hier draußen. Wie gesagt, Sensor Tower hatte das nicht im Visier. Die Widowmines wurden dann geklebt und den Protoss haben wir jetzt gerade schon mal rüberlaufen. Und die Terran Army wird hier nochmal zurückgezogen. Also wirklich, ich hatte gar keine Info. Das ist das schon krass, der Soul. Er wollte auch gerade noch einladen zum Drop. Also das Timing hätte er nicht schlechter treffen können. Wollte eigentlich mit dem Drop los. Hat jetzt Salads hier und jetzt merkt er plötzlich, oh, das ist mehr als nur ein Salad dabei. Das ist die gesamte sammelte Protoss-Army. Die Bayo hat gerade frisch da an der Stelle ausgeladen. Und jetzt sieht das alles überhaupt nicht gut aus. Die Panzer halt nochmal ein bisschen, aber man sieht jetzt hier den Warp in das Hopprism-Lip noch. Und sieht wieder. Also er springt damit. Ich habe die Fahrfunktion, darum sieht das etwas dynamischer aus. Ansonsten würde die Kamera jetzt sehr viel näher springen. Er wird noch gemicro, was das Zeug hat. Da oben sterben die Ghosts weg. Hier sterben die SCVs in Massen weg. Und da sieht sie dann Soul auch den zerstückelten Status seiner Basis an und denkt sich, ne, da komplett überrannt. Geht nochmal ein Medivac down mitsamt Inhalt. Ein paar SCVs werden gerettet, aber das ist bei weitem nicht genug. Da gibt es nichts, was Soul noch machen kann. Also wirklich, er hat es null im Blick gehabt. Er wurde einfach komplett von der Seite überrannt. Und gerade, wir haben ja gesehen, er hat noch zu einem Drop eingeladen und das hat er dann gerade wieder ausgeladen und es lief einfach alles überhaupt nicht für den Turn. Aber damit die 2-0-Führung für Geralt. So, auf Death Aura hat der Reaper gerade schön den Adapt Shade umgangen, weil der hat einen kleineren Vision Radius, somit die eine Herr weiß von der anderen, aber umgekehrt eben nicht. Trotzdem Zeit Adapt ist hier, aber der Zeit Adapt geht auch raus, das heißt wieder Zeit für den Reaper. Nein, oh, hat da Soul nicht drauf geachtet, dass der Reaper gerade eigentlich freie Bahn hat, weil der zweite Adapt ebenfalls losging. Okay, der Reaper schaut auf jeden Fall jetzt hier rein und wie man sieht, bis zum dritten Adapt dauert es noch. Das heißt, für Probes gerade ein bisschen Schwierigkeiten versucht, den Reaper loszuwerden, aber wenn der ein bisschen kalt ist, sollte das kein Problem sein für den Terraner. Und Geralt, ja, verliert einfach ein paar Probes. Soul sammelt fleißig ein paar Kills hier drüben, gibt es dann auch gleich Ärger mit den Adapts. Ah, da ist ein Bunker schon da, zu dem man sich zurückziehen kann. Der Reaper, wenn das sorgt, natürlich auch für entsprechend Ablenkung. 3 Kills bereits gemacht. Die Adapts versuchen jetzt das ein bisschen auszugleichen, aber Marines plus Hellions sind bereits hier. Das heißt, für die Adapts sieht es gar nicht mal so einfach aus. Und Fokus auf den ersten Adapt ist da und der Adapt geht auch down. Sein Kollege kommt nochmal raus.
Aber auch da der Helion kann da hinterherjagen. Für den Depp sieht das alles andere als angenehm aus. Wenn nämlich dann Marine DPS mit dazu kommt, weil, naja, muss der Depp durchaus Acht geben. Und es gibt einen schnellen Darkshrine von Geralt dieses Mal. Das sieht man hier. Gateway plus Darkshrine an diesem Proxy-Pylon, dass man hier auch gleich die DTs mit reinwarpen kann. Wenn es in der Depp wird, weiter gejagt. Der Reaper kommt mit dazu. Der Helion wird zwar eliminiert, aber der Depp stirbt ebenfalls für. Und da läuft Geralt gerade in was richtig Unangenehmes. Sein Gegner geht auf einen Raven. Das heißt, mobile Detection ist automatisch vorhanden. Und das wirft natürlich Probleme dem Protoss entgegen, von denen er noch nicht mal weiß, weil der Scout fehlt, der komplett die Adepten relativ schnell gestorben konnten. Nicht wirklich großer Scouten, kam nicht in die Mabies rein. Das heißt, dieser Raven könnte dem Protoss ziemlich schnell das Game vermiesen. Erstmal gilt es zu warten, bis natürlich die DTs mit ins Feld kommen. Darkshrine ist jetzt aber schon fertig. Reaper währenddessen schaut nochmal nach einer dritten Basis, wird aber erstmal noch keine finden. Also man merkt, okay, keine schnelle Expansion, also irgendwas macht der Protoss. Wenn da noch kein neuer Nexus da ist. Der Reaper ist gerade auf dem richtigen Weg tatsächlich, aber momentan fährt er nicht weit genug. Die DTs sind aber ja am Rumlaufen, versuchen an die Terran Base ranzukommen. Der Raven, aber er ist da und damit die Chance für die DTs quasi null. Das sollte nicht viel gehen, denn ja, die kommen dann gleich in Vision rein. Das ist der Bunker bald auch mit drauf. Der DT versucht wegzulaufen, aber die Bio können hinterherjagen. Der Raven muss sich aber auch bewegen und der DT nimmt nochmal einen Marine mit. Aber das war es dann auch erstmal für die DTs. Und somit der Plan geht nicht auf für Geralt. Der Reaper währenddessen lebt noch. Und dritte Basis ist jetzt da unterwegs. Aber ähnliches Timing mit der dritten vom Terraner. Und da kommt selber eine Cloaking-Einheit. Nämlich die Banshee. Das heißt auf beiden Seiten mit unsichtbaren Einheiten. Allerdings der Protoss hat einen Observer. Der steht zu Hause. Also auch hier die Detection ist da. Forge kommt mit dazu. Es ist aber nur ein Ops. Und wenn der losfliegt, um den Terraner zu scouten, dann könnte es doch noch für Probleme sorgen. Wenn das eine Reaper düst immer noch durch die Gegend hat, die dritte noch nicht gefunden, wird das jetzt tun, weil er liegt gerade am Stalker vorbei. Und ja, sieht auf jeden Fall die dritte Basis, weiß es, okay, das ist jetzt ein Thema, ich werde nicht mit einem Two-Base All-In belagert, sondern der Protoss macht da anderes Zeug und da sieht man Blink, wurde auch schon gezeigt, der Reaper wird damit prompt eliminiert und die Banshee macht sich auf den Weg und der Observer ist halt auch mit unterwegs. Das heißt, die Detection zu Hause könnte Schwierigkeiten geben, da ist halt nichts. Jetzt ist der eine Observer da. Cannons können natürlich gebaut werden, aber bis eine Cannon da ist, hat die Banshee schon sehr viele Kills gesammelt, zumal auch keine Schildbatterie da ist, die die Probes schützen könnte. Entweder die Stalker versuchen hier selber Druck zu machen auf der Wall vom Terraner, aber da ist ein Panzer, da ist ein Bunker, da geht nicht viel für die Stalker. Die Banshee wurde jetzt aber gescoutet, oder wurde die gescoutet? Spätestens jetzt wurde sie gescoutet, der Depp ist nämlich drin in der Base tatsächlich. Er kam da irgendwie rein mit seinem Shade, wurde aber gesniped und ja, jetzt gibt es eben den Counter mit der Banshee hier. Und wie gesagt, Detection musste da rangeholt werden. Es gibt einen kompletten Recall. Ich glaube, das ist ein Stalker und Observer mit im Recall. Ja, er ist beides mit gerecallt, um diese Banshee in den Griff zu kriegen. Ja, die Banshee fliegt weg. Der Observer hat man hat es gerade kurz gehört. Dieses Sound, das ist, wenn er in den Überwachungsmodus geht. Und das war quasi, um die Reichweite nochmal zu erweitern um 50%, um dann eben Chancen zu haben, diese Banshee noch zu erwischen. Aber hat nicht geklappt, wenn das nicht der Raven drüben den Pylon und die ganze Struktur gefunden. Der Raven sagt jetzt mal Hallo und möchte ja resten. Also Sold hat deutlich mehr Kontrolle über diese Map gerade, weil Geralts Pläne einfach nicht so ganz aufgegangen sind. Die zweite Banshee schaut jetzt mal vorbei und das heißt noch mehr Ärger für den Protoss. Und natürlich in der Mainbase geht es dann gleich auch zur Sache mit dem Raven, das heißt mehrfaches Harassment. Die Banshee wird es nicht überleben, aber in der Mainbase Doppel-Auto-Turret und da hilft die Schildbatterie dann auch nicht. Und das ist zu viel DPS und die Probes müssen fliehen, wenn das die Banshee hat auch nochmal versucht irgendwas zu tun, hat aber keine Energie mehr, ist nicht mehr gecloaked, muss weglaufen vor dem Archon. Trotzdem, der Raven haut nochmal Auto-Turret rein und einmal down ist die Schildbatterie, noch eine Probe wird gesniped, der Salad kommt zwar mit dazu, aber einfach Probes runterfokussen geht mit dem Ding ganz gut und es sterben 9 Probes, der Raven lebt noch und die Banshee kann sich da hinten eigentlich noch um den Pylon kümmern, wenn sie wollte, aber nein, bisher ist das kein Thema für Soul. Ich möchte einfach mit der Banshee noch mehr harassen und wir haben jetzt 60 zu 56 Workers Soul, also mit dem Mining-Vorteil mit der dritten Basis. Wir haben jetzt einen War Prism plus 1 Attack, bei auf der Proto-Seite noch kein Storm aktuell. Die Banshee nähert sich, aber dieses Mal Geralt muss viel mehr defenden, man sieht eben, diese Zeit bringt Soul ja einiges, um seine Army aufzubauen. Seine Bio-Army mit 1-1 Stim. Und die Banshee sagt mal Hallo. Und hier eben keine Schildbatterie mehr dabei. Das heißt, die Banshee sammelt da nochmal ein oder zwei Kills. Und ist den Raven, macht dann den Netzball nochmal weiter. Also es gibt gerade Ergo pur für den Protoss an allen möglichen Mineralines. Die Banshee wird jetzt zwar entsorgt, aber nochmal 6 Probes verloren. 66 zu 52. Wenn das denn hier, wird sich durch die Rocks durchgearbeitet. Wobei das dauert ein bisschen. Und hier natürlich Defensivposition. Die ist gar nicht mal so schlecht. Klar, die SCVs leben gefährlich. Die kann man zurückziehen. Aber dann haben wir hier Bunkerpanzer, um das alles zu beschützen. War Prism ist mit dabei, hat die Archons mal kurz eingeladen. Nicht sicher warum, aber die Archons wurden eingeladen. Ein Scouting Marine wird da nicht viel sehen, der Scouting Marine vielleicht. Und man sieht 1-1 für den Terran, kommt rechtzeitig, bevor Protoss plus 1 hat. Will die Protoss-Armee wirklich hier reinchargen?
hält man für nicht die sinnvollste Idee. Tatsächlich würde man schon mal fleißig gleich schon, okay, die SCVs sollen angegangen werden. Man sieht, die dritte Basis wird einfach belagert. Und diesen Warpism sind halt Archons drin und keine Templer. Also nicht sicher, was da genau der Plan ist. Spontane Archons ausladen. Das wirkt jetzt nicht klar. Gegen die Bio, wenn ich oben versuche zu defenden, dann geht das eher. Aber selbst dann, die Archons sind hier nicht die perfekten Einheiten. Vor allem, wenn der Widowmines mit dabei sind. Und die Protoss-Ambi wird zurückgepusht. Also Geralt kommt nicht wirklich vorwärts. Neue Basis unterwegs. Und dass das Ding hier oben immer noch steht, irritiert mich einfach. Dass da noch nichts mehr rangelaufen ist. Einfach nur, um dran rumzuschießen, den Protoss auf den Keks zu gehen. Warpriston. Ja, wenn jetzt das ein Stormdrop wäre, wäre das von der Seite richtig sexy. Könnte easy reinstormen. Aber es ist halt kein Storm, sondern es sind Archons. Und da geht das Warpriston down. Ein Archon kommt zwar raus, aber auch der ist gestrandet und somit noch mehr Verluste für Geralt. Dieses Game läuft einfach überhaupt nicht für ihn. Er hat die 2-0-Führung, aber momentan ist das Spiel unter Kontrolle von Saul. Der kann jetzt selber Druck machen, hat deutlich mehr Supply, eine deutlich stärkere Economy, eine weitere Basis unterwegs, die Upgrades laufen auch. Es kommen groß mit dazu. Vikings werden jetzt schon gebaut, obwohl noch nicht mal irgendwie Kolosse ein Thema sind. Und die Bio hat natürlich jetzt mega Feuerpower. Da kommt jetzt die Protoss-Armee von zwei Seiten, aber es sind noch Widowmines mit dabei, durch die kann man durchkiten gegen die Zealots. Und man sieht hier, da explodiert schon einiges. Widowmines haben jetzt aber geschossen. Die zweiten Zealots von der Rückseite kommen ein bisschen spät. Die Bio versucht sie jetzt hier durchzukiten. Widowmines haben noch ein paar Schüsse übrig. Was Zealots von einem aufgelöst? Die Zealots werden jetzt reingeschaut. Man sieht, die Zealots werden einfach reingespendet in die Terran Feuerpower. Die kitet sich da durch einen und den anderen Zealot durch. Die halten nicht lang genug durch. Und jetzt räumt die Bio mit dem Rest auf und da ist keine Protoss-Armee mehr da. Da ist genau, ja, wir sind bei 100 zu 0 Army Supply. Das ist schön. Und Soul, ja, gibt sich hier nicht kampflos geschlagen. Er macht hier dann Anschlusstreffer 2 zu 1, also und ab in Map Nummer 4. So, und hier schnappt sich der Reaper dann gleich noch eine leichte Probe. Nächste Map, Pillars of Gold. Adept ist da, Reaper zieht sich zurück. Der andere Adept ist hier unterwegs, also wieder das übliche Spielchen. Und das SCV ist in Gefahr. Das Command Center wird aber weitergebaut. Das ist ein weiteres SCV und das kriegt das Command Center auch recht schnell fertiggestellt. Also der Depp ist nicht so erfolgreich momentan, wenn das eine Reaper. Der ist jetzt auch nicht so erfolgreich. Der wird belagert und mit dem Shade, das sollte reichen. Ein Shade dran oder 16. Ja, das reicht. 19 Damage war es vom Adept auf Light Armor Units. Ne, 22 waren es sogar. Entschuldigung, falsch gerechnet. 22 sind es, weil man muss einen Marine, zwei Hits überlebt er, den dritten überlebt er gerade so nicht. Und es geht um einen Damage nicht auf, drum 22 sind es. Und das hat für den Reaper mit 16 HP locker gereicht und somit der Reaper schnell ein Ende gefunden. Das heißt, Geralt kann hier den Terraner belagern, man sieht ja diese 3 Adept-Aktion. Aber das macht er sehr, sehr gerne gegen den Terran. Die 3 Adepts ranschicken und jetzt einfach auf die SVs und halt auf alles, was ein Reihwert ist. Und als allererstes wird der Helen gefokust und das ist ein guter Plan. Weil der Helland ist der gefährlichste Gegner gegen die Adepts. Das Problem ist, dass hier auch einige Marines da sind, die doch sehr viel DPS haben. Und die Adepts leiden darunter und somit am Ende 2 SCVs, ein oder zwei Marines und den Helland gekillt, aber dafür alle Adepts verloren. Und somit Geralt nicht wirklich so erfolgreich. Dieses Mal gibt es einen Twilight Opener mit Blink. Und beim Terraner gibt es auch was, was er schon gespielt hat, nämlich Banshee mit Cloak. Allerdings kein Raven davor, sondern einfach direkt die Banshee. Und nochmal Scouting Kylan, dritte Basis in Vorbereitung. Und wir warten einfach, bis die beiden dann so ihr Ding durchziehen. Es gab eine Robo mit dazu für einen Observer, aber trotzdem Blink das Haupt-Upgrade hier eben für die kampffähigen Einheiten. Warten da auch auf einen Drop, der da eventuell vorbeikommt oder irgendwas anderes, was vorbeikommt. Aber das ist erstmal nicht der Fall. Ein Marine läuft nämlich hier gerade rüber, scoutet spontan die dritte. Und sag mal kurz Hallo, indem er auf den Pylon schießt, aber wird dann prompt von den Stalkern entsorgt. Und wie sieht's aus mit den Banshees? Es wird auf Doppel-Banshee gewartet und die legen dann los. Cloak ist mit dabei. Observeranzahl 2 Stück, einer fliegt rüber, einer ist zu Hause. Und das könnte sich echt gut ausmachen, der Observer wird halt genau die Banshees in den Blick kriegen. Einzige Sache für Geralt ist gerade, seine Stalker sind auf einer Solo-Mission unterwegs mit dem anderen Observer und versuchen die eventuell in die Basis rein zu blinken, aber die Bio wartet schon drauf. Stem ist noch nicht drauf, Comet Shield ist unterwegs. Die Stalker sind jetzt wie gesagt halt auf der Map unterwegs, aber der Observer sollte die Banshees, ja, das muss Geralt sehen, die sind so lange in seiner Reichweite, das muss im Blick haben. Ja, Stalker laufen gerade zurück. Also Recall wäre vielleicht sinnvoll. Die Probes wurden aber bereits weggezogen. Also Geralt hat es auf jeden Fall gesehen. Aber trotzdem braucht es natürlich erstmal Detection, um das in den Griff zu kriegen. Und der Observer, wo kommt er? Da kommt er angeflogen. Die Banshees werden dessen versuchen, sie natürlich zurückzuziehen, aus der Fähre zu ziehen. Aber jetzt der andere Observer ist mit dabei. Und jetzt geht's auf Banshee Nummer 1 und Banshee Nummer 2. Ja, trotzdem 8 Probes wurden tatsächlich weggeräumt. Das ist überraschend viel Damage. Oh, und die Banshee wird fast gesniped. Der nächste Stalker-Wappen sollte dafür sorgen, dass diese Banshee gesniped wird. Blink ist natürlich mit dabei und ein Stalker wird nach vorne geklickt und das reicht. Beide Banshees gehen down. 8 Kills auf den Probes. Cloak natürlich auch nur mit investiert. Also es kostet schon einiges an Geld. 8 Probes, aber ein bisschen Mining-Time gezogen. Ist jetzt nicht so schlecht für Soul.
Und dann wächst wieder eine Bio-Army, wenn das die Stalker gehen auf ihre zweite Reise. Aber Soul ist derjenige, der nicht so lange warten möchte. Er rückt hier sofort wieder raus und hat dieses Mal auch nur zwei Command Center. Bisher, da jetzt ist die dritte im Bau, aber das heißt natürlich, die ist deutlich später. Und er muss das mit ein bisschen Damage rechtfertigen oder zumindest den Protoss unter Druck setzen, damit der nichts Dummes anstellt. Observer bringen sich neu in Position, aber die Bio sagt gleich Hallo. Und währenddessen wird hier auch noch ein weiterer Drop eingeladen. Dieses Mal haben wir das Widowmine-Upgrade nicht dabei. Das heißt, Widowmine sind jetzt nicht diese Killer-Units, die einfach komplett in der Mineral-Line easy ausradieren. Währenddessen kommt ein geordneter Drop in die Mainbase. Die Protoss-Army steht absolut nicht in der Nähe dafür. Wie man hier sieht, die muss komplett rüberlaufen. Panzer wird ja auch mit ausgeladen. Jetzt gibt es einen Totenpylon. Die Production wird hier angegangen. Die Bio ist ein bisschen gesplittet, aber es wird, es wird eingeladen und es wird sich zurückgezogen. Aber mit dem Scan und der Hackman Vision werden die Gebäude belagert. Währenddessen, ja, die Stalker versuchen von der Seite da ranzukommen. Vier Probes sind bisher gestorben. Da drüben geht es nochmal weiter mit dem Drop an der dritten Basis. Ab das sind die Stalker in der Gegend. Widowmine wurde noch nicht eingeladen, wird das allererstes gesniped. Das Medic dann ebenfalls die Marauder holzen dann nochmal einen Stalker aus dem Leben. Ab die Marauder fallen ebenfalls und der ganze Drop wird geklärt. Aber hier oben wurde komplett alles aufgeräumt. Das war ein Cybernetics Core, das war ein Gateway und das Twilight Council. Also das alles eliminiert. Aber die Zealots chargen jetzt ran auf die ganze Arme. Die ist noch nicht ganz ausgeladen. Das ist nicht der Fight, den hier eigentlich soll brauchen kann. Er versucht sie durch die Einheiten trotzdem durchzuschlagen, aber die Bio hat schwer gegen die Zealots. Gerade der Lowground muss jetzt evakuiert werden. Jetzt können die Stalker natürlich hochblicken. Es sind noch ein paar Zealots, aber die Bio ist so angeschlagen schon. Die hat so wenig Hitpoints, die Stalker alleine reichen, aber dann doch nicht mehr braucht. Ein paar Zealots kommen jetzt auch. Kommt kein Blink. Es war kein Blink gerade, glaube ich, da auf den Stalkern. Und somit konnten sie Medivax nicht verfolgen. Das heißt, es wird noch ein bisschen was evakuiert. Aber trotzdem auch für Soul ein bisschen kostspielig die Aktion, aber am Ende lohnt sich es gerade noch. Hat weniger verloren. Geht jetzt auf eine Armory, wartet also auf sein 2-2 dann. Widowmines werden gebaut, mehr Medivacs kommen mit dazu. Und dritte Basis läuft auf der Terran-Seite. Trotzdem, Geralt hat die dritte Basis, prop-technisch hat er auch alles nachgebaut. Also für Geralt sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Da wurde gerade noch ein Medivac gesnappt. Ich hatte gerade noch zwei im Interschnellos, war nicht wahr? Da ist ein Medivac nochmal gestorben. Es sind zwei Medivacs down. Wissen wir, es am Bio ist eingegangen. Und wir haben, ja, Templates mit dabei und Storm unterwegs. Und da kommt auch die Ghost Academy als Antwort auf das Thema. Wobei das bisher nicht so souverän aussah. Wenn es darum ging, gegen Storm zu fighten, war jetzt Soul bisher nicht sehr beeindruckend. Aber mal sehen, dass dieses Mal besser läuft. Man steht auf jeden Fall wieder vorwärts mit seiner Bio. Es nimmt einen Teil voraus, aber man hat da gerade das Einladesymbol und das sind Templer im War Prison. Oh, aber hier gibt es den gebündelten Drop. Also das wird jetzt gleich etwas kritisch. Widowmines sind nämlich an der dritten ausgeladen worden. Der Natural ist gerade noch ruhig, aber in der Mainbase geht es gleich richtig rund mit kompletter Terran Army-Ausladung. Da gibt es einen Shipper, die Overcharge, da gibt es ein paar Zealots als Warpin. Die Bio versucht da ihr Bestes. Jetzt gibt es den Recall auf die Protoss-Army. Dessen werden hier ein paar Zealots auf den Bunker geschickt, denn stattdessen lieber in die SCVs. Und die Protoss-Army kommt zurück zusammen mit dem Warprison natürlich Storms. Storms sind die große Gefahr. Die Bio hat nämlich nochmal gesehen. Das heißt, viele Hitpoints da nicht drauf und die Storms können richtig. Da wird das Warprison gefokust. Das Warprison geht aber nicht down. Nein, stattdessen kommt der Storm raus und die Bio, sie schmilzt einfach und Feedback noch mit drauf. Und da wird das volle Medivac auch noch mit erwischt. Das heißt, von der Turn-Army bleibt in einem Schlag kaum was übrig. Es sterben 6 Probes. Ein Marauder holt ja noch auf den neuen Nexus rum. Die Zealots wurden auch. Die Defender 3 SCVs gingen drauf. Aber die Protoss Army hält das. Und das hat Soul am Ende nochmal einen ganzen Schwung an. Ach Gott, das. Ja, es ist ziemlich gecrashed. Und die Protoss Army ist damit gerade größer. Und hier ist noch eine Widowmine, die da rumhängt. Die da gefährlich ist. Aber ansonsten hat tatsächlich Geralt das alles defended. Und jetzt hat er immer noch eine recht starke Army. Er hat gar nicht so viel Army Supply verloren. Hat vor allem immer noch Storm mit dabei. Ja, das War Prism ist low. Wenn man das snipen könnte, wäre es schön. Das wäre auch fast trauen gegangen. Wäre das Warpism gestorben, wäre der Fight vielleicht noch ein bisschen besser gelaufen. Trotzdem war die Bio surrounded von Zealots, was nie ein gutes Gefühl ist eigentlich. Aber es geht einfach weiter vorwärts. Es ist noch Widowmines mit am Start. Das Medivac wird nochmal angeblinkt, überlebt. Aber Zealots laufen da von der Seite mal rein. Aber mal noch nicht so viel. Wobei die Zealots scouten hinten die ganzen Ghosts, die da unterwegs sind. Von der anderen Seite kommen auch ein paar Zealots. Also Zealot-Chaos gerade. Und wieder mal schiebt sich der Geralt einfach ran und rein. Und es geht stattdessen in die Natural. Das Warpism schubt ihr ein bisschen ab. Jetzt kommt der erste Storm, trifft gerade eher die eigenen Zealots. Aber es kann Warpism kann weiter verwendet werden. Die Protoss-Army versucht den Terran in zwei Teile zu trennen. Und das funktioniert gerade auch ziemlich gut. Wie man sieht, die Terran-Army kriegt es nämlich in der Netspiel gerade nicht so ganz in den Griff. Da spawnen ein paar Ghosts frisch und werden sofort rauskommen. Auch die Bio, die da sonst rauskommt, wird direkt rausgenommen. Der Lipwriter wird gesniped. Und hier gibt es nochmal Storm, um die Reinforcements da drüben zu blocken. Das sind auch gar nicht mehr viele Reinforcements. Die erste Barracks geht die bereits an. SCVs sind am Fighten. Das sieht gar nicht mehr gut aus für Soul. Denn seine ganze Defense fällt hier ein bisschen auseinander. Das Warpism lebt vor allem noch immer. Und das ist ein großes Problem. Die Widowmines platzieren sie jetzt offensiver. Aber der Schaden in den SCVs ist massiv. 26 SCVs bereits down. Es gibt überall Probleme. Die Protoss-Army wird jetzt reinforced und ganz laufend an Stalkern. Es fehlt die Detection gegen die Widowmines. Aber die Zealots sind teilweise drin in der Mainbase. Und die Natural sieht ziemlich überrannt aus. Warpism zieht sich jetzt auch mit rüber. Und die Protoss-Army möchte hier weitermachen. Jetzt geht es einfach hoch in die Mainbase, in die Production, um komplett
die Zufuhr an neuen Einheiten abzuschneiden. Das Opposition lebt tatsächlich noch immer safe, noch ein paar Einheiten. SCVs sind wieder mit am Fighten. Aber das sieht nicht so aus, als ob das Zeug genügend mobilisieren kann, um das abzuwehren. Und damit ist dann auch das GG da. Und Geralt macht das am Ende mit einem 3-2-1. Und tatsächlich er derjenige, der deutlich weniger Games gewonnen hat bei den beiden im Direktvergleich, kann sich dann weiteren Sieg dazu schreiben. Das ist schon mal eine Leistung. Alles stand, ich habe es am Anfang erwähnt, 46 zu 11 tatsächlich in Serien. Und ja, da hat sich Geralt eine geschnappt und was gar nicht so häufig ist. Also starke Leistung von ihm. Wie gesagt, die beiden oft gegeneinander gespielt, die kennen sich. Und das sind Statistiken immer so schwierig zu evaluieren. Vor allem eben, wenn sich so ein Matchup über die Zeit entwickelt. Weil die beiden spielen das dann auch schon seit Jahren gegeneinander. Aber die beiden, das Krasse, der krasseste Moment dieses Best of Fives fand ich diesen Moment einfach, wo Geralt seine Army am Sensor-Tower vorbei manövriert. Zoll kriegt es überhaupt nicht mehr und dann hallo Protoss Army, hallo Storm und der Terran halt einfach tot. Aber ja, sowas kann passieren und der Zoll wird natürlich nicht glücklich sein mit seiner Leistung hier, aber Geralt kickt seinen Landeskollegen aus dem Turnier und er darf aber eine Runde weiter und weiter um den Turniererfolg kämpfen. Das war's mir, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.